Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ich den Teddy hergestellt habe. Und zwar nehmt ihr euch etwas braunen Fondant, verknetet den ordentlich mit CMC-Pulver und dann schneiden wir drei gleich große Stücke aus. Ich mache die Figuren immer im gleichen Prinzip. Ein Teil ist für den Kopf, ein Teil ist der Körper. Und das andere Teil ist einmal die Beine, die Arme und Rest wie Ohren oder Schwanz. Ja, so könnt ihr das übrigens mit allen euren Figuren machen. Ich mache es auch so und bis jetzt hat es immer super geklappt. Als erstes wird der Körper geformt, dazu einfach in der Hand eine Kugel bilden und diese dann zu einem Kegel rollen. Übrigens verwende ich zum Verkneten von Fondant immer Palmin Soft. Das ist eine Art Kokosfett und das dient halt dazu, dass euer Fondant schön glatt und geschmeidig bleibt und nicht so rissig und spröde wird. Ja, das ist ganz gut und bekommt ihr auch in fast jedem Supermarkt, größeren zumindest. Ich habe meinen zum Beispiel aus dem Rewe. Müsst ihr mal gucken. Wie gesagt, in den größeren Supermärkten kriegt man die super. So, als nächstes nehmt ihr euch einen Cakepop-Stiel zum Beispiel. Schneidet diesen zurecht, dass er nicht aus dem Kopf rausragt. Steckt ihn mit etwas Zuckerkleber in euren Körper und gebt den Kopf darauf. Ihr könnt alternativ auch einen Schaschlikspieß nehmen oder Spaghettis, geht auch. Machen auch viele. Ich nehme in diesem Fall jetzt halt einen Cakepop-Stiel. Jetzt formen wir die Beine, dazu machen wir einfach eine Kugel und formen einen längeren Kegel daraus. Meine Figur verabschiedet sich gerade, das merke ich auch gleich. Nimmt als Stütze einfach eine Tasse oder irgendwas anderes, was ihr so findet, damit sie euch nicht umkippt. Ja, die Beine werden wir noch mit einem Balltool ein bisschen vorne die Spitze eindrücken und dann kleben wir sie auch schon mit Zuckerkleber an den Körper fest. Auch bei den Armen formen wir wieder einen länglichen Kegel. Allerdings drücken wir eine Art Kerbung rein, damit sich die Hand vom Arm ein bisschen trennt. Drücken die Hand etwas flach und schneiden uns die Form zurecht. Ja, das machen wir mit beiden Armen und kleben diese dann ebenfalls mit etwas Zuckerkleber am Körper fest. Mit einem kleinen Balltool könnt ihr noch den Bauchnabel eindrücken. Und dann befestigen wir die Arme. Jetzt sind die Ohren an der Reihe. Dazu nehmt ihr euch zwei gleich große Stücke braunen Fondant, formt diese zu einer Kugel und drückt sie mit dem Balltool etwas zurecht. Für das Innere des Ohrs habe ich mir etwas Beige-Fondant ausgerollt, habe mit einer größeren Lochtülle zwei Punkte ausgestochen und klebe diese jetzt in die Ohren rein. Für die Schnauze habe ich erneut eine Spritztülle genommen, vorher geguckt, welche Größe am besten passt, einen Kreis ausgestochen und diesen dann am Kopf festgeklebt.
Aus etwas schwarzem Fondant macht ihr eine kleine Kugel. Das wird die Nase, die klebt ihr mit Zuckerkleber an. Und mit einem spitzen Tool zeichnet ihr etwas, einen kleinen Strich nach unten, und mit einem Balltool habe ich dann den Mund geformt. Dazu einfach mit dem Balltool etwas eindrücken und rund drehen. Aus zwei weiteren gleich großen kleinen Kugeln formen wir die Augen. Diese setzen wir allerdings in eine Kuhle. Dazu nehmt ihr auch wieder den kleinen Balltool und drückt euch zwei Kuhlen aus, wo ihr dann mit etwas Zuckerkleber die Augen einsetzt. Das Schwänzchen formt ihr aus braunen Fondant, dazu einfach eine Kugel rollen und ebenfalls mit Zuckerkleber ankleben. Aus weißem Fondant machen wir zwei Mini-Kügelchen und kleben diese als Pupille aufs Auge. Zum Schluss formen wir noch eine Schleife. Dazu rollt ihr euch etwas blauen Fondant aus, schneidet euch einen Strang aus, drückt diesen in der Mitte etwas zusammen und formt euch quasi dann daraus die Schleife. Mit Zuckerkleber alles schön befestigen. Und dann habe ich noch einen kleineren Strang für die Mitte der Schleife ausgeschnitten, wie ihr gleich seht. Auch wieder mit Zuckerkleber befestigen und dann kann die Schleife auch schon an den Teddy dran. Ja, das war's auch schon fast. Falls sich jemand wundert, warum zeigt ihr nur den Teddy und nicht die Torte? Die Torte zeige ich euch nächstes Mal. Das Video wäre einfach viel zu lang geworden, wenn ich das in ein Video gepackt hätte. Und ich versuche mich da schon ein bisschen kurz zu halten. Wie gesagt, dann nächsten Mittwoch folgt die Torte. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, auch mal meine Stimme zu hören. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche.